Hi, Markus hier und willkommen zur ersten Rollenspielfolge zu Cataclysm Dark Days Ahead. Wenn du Cataclysm nicht kennst und es auch in meinem vorherigen Video nicht gesehen haben solltest, das ist sowas wie der Adventure-Modus von Dwarf Fortress, welchen es in der Steam-Version allerdings leider immer noch nicht gibt. Oder wie, vielleicht kennst du es ja noch aus den 90ern, Castle of the Winds. Mit dem habe ich als Kind sehr viel Zeit verbracht. Damals ein innovatives Spielprinzip und aus meiner Sicht der Vorgänger von Diablo 1. Cataclysm ist sehr ähnlich aufgebaut, nur eben ein tausendfaches komplexer. Unzählige Gegenstände, mit denen man interagieren oder die man herstellen kann und ein klarer Fokus auf hohen Realismus. Wetter, Temperaturen, Körperfunktionen, Stimmung und besonders auch Zeitabläufe. Hier kann eben nicht in 10 Sekunden eine Waffe geschmiedet werden. Erst einmal muss der Skill mühsam erlernt werden und dann dauert es Stunden, etwas zu fertigen. Du machst auch keinen Sprint mit einer Tonne Gegenstände auf dem Rücken und so weiter. Aber ich will hier auch gar nicht so tief in die Funktion des Spiels eingehen. Das kann ich gerne an anderer Stelle noch einmal tun. Das soll auch ausnahmsweise die einzige RPG-Folge sein, bei der ich einmal im Intro etwas dazu einleitend erzähle. Aber du merkst schon, ich bin begeistert und finde Cataclysm einfach super spannend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der auch Dwarf Fortress spielt, Cataclysm nicht mögen kann. Und vermutlich auch andersrum. Mit dieser Folge heute probiere ich zumindest einmal etwas ganz anderes als sonst aus. Ein Let's Play im Stil eines Rollenspiels. Mein Fokus liegt darin, dass du den Charakter kennenlernst und die Welt um ihn herum intensiv und stimmungsvoll erlebst. Die meisten meiner Schilderungen haben direkten Bezug zum Spiel. Ich bin zumindest total gespannt, wie die Folge bei dir ankommt und wünsche dir jetzt viel Spaß beim ersten tiefen Abtauchen in Slickerville. Jetzt schon wieder los. Ach, diese verdammten Truthähne. Und schon wieder bin ich kaum zum Schlafen gekommen. Das ist wohl der Preis dafür, dass man in die Wildnis geflüchtet ist. Kälte, Dreck, überall Viecher. Ich frage mich, warum ich das früher sogar freiwillig gemacht habe. Mein Name ist... Mein richtiger Name tut nichts zur Sache. Heute nenne ich mich Raven Darkwood. Seitdem die Zombies hier alles überrannt haben, ist ohnehin nichts mehr wie früher. Mein altes Leben? Weg. Meine Freunde? Vermutlich alle tot. Meine Familie? Nun, die konnte mir auch schon vor dem Tag der schwarzen Sonne gestohlen bleiben. Ich erinnere mich noch gut, als wäre es gestern gewesen. An diesem unheilvollen Samstagmorgen zogen am Himmel von Slickerville dicke schwarze Rauch- und ascheartige Wolken auf, die die Sonne einhüllten. Es wirkte fast, als würde sie ausgelöscht werden. Die geschwärzte Sonne warf ein unheimliches Licht auf alles, als wäre das Gewebe der Realität verdreht und verzerrt worden. Und sie verbreitete eines zurecht: Angst. Es war der Tag, der den Beginn des Endes markierte. Der Tag, an dem die Welt in Dunkelheit und Chaos gestürzt wurde. Es war der Tag, an dem die Welt, wie wir sie kannten, durch den unerbittlichen Marsch der Untoten für immer verändert wurde. Nun sind bereits einige Monate vergangen und niemand kennt den wirklichen Grund für die neue Weltordnung. Manche behaupteten, dass sich durch einen Asteroideneinschlag außerirdische Sporen in der Luft verteilt haben. Andere sagen, es sei ein fehlgeschlagenes Laborexperiment gewesen. Es ist doch egal, oder mir ist es egal. Es ändert nichts mehr an der Situation. Viele Länder haben mit Atomwaffen ganze Städte ausgelöscht, um den Zombies Herr zu werden. Und? Was hat uns das nun gebracht? Eine unsichtbare Strahlung, von der kaum jemand weiß, wie stark sie wirklich ist und die uns vermutlich schleichend zu Mutanten werden lässt. In der Luft liegt mal wieder der leicht süßliche Gestank von Tod und Verwesung.
Felder und Straßen sind offenbar leer, bis auf das gelegentliche Geräusch schlurfender Schritte in der Ferne. Hier fernab der Zivilisation ist es schon deutlich ruhiger als in der Stadt, aber dafür auch eine Herausforderung, etwas zu essen zu finden. Gestern habe ich es nur noch hier in das Waldstück geschafft, als es dunkel wurde. Jetzt, wo es hell ist, kann ich ein Gebäude im Nordwesten ausmachen. Ich denke, das werde ich mir mal vom Nahen ansehen. Sieht aus, als wäre das hier die Raucherecke gewesen. Offenbar hat sogar jemand seine Lederhandschuhe liegen lassen. Okay, die passen mir vermutlich nicht besonders gut, aber besser als nichts. Auf dem Tisch liegt noch etwas, scheinbar eine Spachtel. Die könnte nochmal nützlich werden. Wollen wir mal schauen, was das halbfertige Haus hier zu bieten hat. Auf böse Überraschungen stehe ich allerdings überhaupt nicht. Was ist das? Stapelweise Holzplatten. Nice. Die stammen sicherlich noch aus dem Bau des Hauses, nur wurde da wohl jemand unterbrochen. Das sollte ich mir mal als mögliche Unterkunft vormerken. Das Haus zu verbarrikadieren, sollte ich als ehemaliger Handwerker doch noch auf die Reihe bekommen. Im Haus scheint nichts zu sein. Vielleicht ist im Keller ja was. Oh Mann, ist das dunkel hier. Wo habe ich denn mein Smartphone hingesteckt? Ah, hier. Hier ist offenbar nichts. Schade. Vielleicht gehe ich erst einmal weiter. Oh shit, habe ich mich erschrocken. Ein Waschbär. Dabei interessiert er sich nicht mal für mich. Ich muss mal mehr runterkommen. Was ist das? Mauern? Eine Höhle. Sieht dunkel aus.
mal mein Smartphone wieder an. Ach, scheiße. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, dass ich das Licht eben vergessen habe, wieder auszuschalten. Na, überall Spinnenweben. Na, super. Ah, eklig. Oh, hier geht's noch runter. Okay, nur mal ganz kurz reinschauen. Was war das? Schritte? Okay, okay. Bleib ruhig, Raven, bleib ruhig. Ganz vorsichtig vorwärts kriechen und nichts aufschrecken. Ah! Ein riesiger Nacktmull. Das hätte es jetzt gewesen sein können. Er ignoriert mich offenbar. Als wären die Viecher in klein nicht schon eklig genug. Besser, ich gehe mal schnell aus dem Weg. Es hört sich an, als wären da noch ein paar mehr. Und das klingt nicht, als seien die auch so entspannt. Okay, das war's für mich hier. Ich bin raus. Jetzt hört man die auch noch hier oben, wie sie die Höhle demolieren. Moment, das Loch war doch gerade eben noch nicht da. Na, ich riskiere mal einen Blick darunter. Oh, noch einer. Und der will mich wohl als sein Frühstück. Okay, ich muss weg. Schnell und weit weg. Hier scheint sich ein ganzes Höhlensystem darunter zu befinden. Derzeit eine abenteuerliche Nummer zu groß für mich. Erstmal nach Kleinigkeiten zum Essen Ausschau halten. Oh, japanischer Staudenknöterich. Nicht besonders sättigend, aber lecker. Und jetzt fällt mir wieder ein, warum ich noch unbedingt einen Rucksack oder etwas ähnliches brauche. Der passt gerade eben nicht mehr in meine Hosentasche. Gut, dann gibt's eben schon etwas zum Frühstück. Eine kleine Hütte. Da schaue ich doch mal. Ach nee, das Smartphone. So, jetzt schalte ich es endlich ab. Mal reinschauen. Okay, verlassen. Gut. Aber hier könnte man eventuell gut etwas anbauen, ohne von den Nachbarn gesehen zu werden.
mal weiterschauen. Ah, was? Eine Spinne. Ich bin in die Falle einer Falltürspinne getreten. Dieses Drecksvieh hat mich gebissen. Warum nicht kann ich hier entkommen? Oh Mann, ist sie schnell. Und ich blute wie sonst was. Auf der Straße kann sie sich bestimmt nicht mehr durch den Boden graben. Ja, ganz tolle Idee. Dann rennt sie eben, während ich keine Luft mehr habe. Oh Mann, ihr Gift brennt in meiner Brust und in meinem Bein. Die Nagelpistole kommt nicht weit. Dann nehme ich eben meinen Hammer zur Verteidigung. Ich habe echt kein gutes Gefühl dabei. Moment, jetzt rennt sie weg? Ich glaube ja nicht, dass sie von meinem kleinen Hammer Angst bekommen hat. Ja, vielleicht hat sie ja leichtere Beute gefunden. Also nicht, dass ich mich darüber beschweren würde. Zum Glück blutet die Wunde nicht so stark. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder etwas vom Schock erholen und durchatmen. Oh ja, so ein paar Minuten Energietanken tun schon gut. Die Blutung hat aufgehört. Es schmerzt noch etwas, aber das Gift scheint nicht so stark gewesen zu sein. Auf eine zweite Begegnung kann ich dennoch gut verzichten. Es hilft nichts. Ich muss langsam weiter. Diesmal werde ich aber besser die Straße benutzen. Was haben wir da? Bürgersteige und ein Motorrad? Ein offensichtlich defektes Motorrad. Aber hey, sieht aus wie ein kleiner Ort. Vielleicht finde ich da was zu essen. Oh nein, ein Zombie-Kind. Oh, das sind bestimmt noch mehr von der Plage. Noch hat es mich zumindest nicht gesehen und ich gehe ihm lieber erst einmal aus dem Weg. Solange ich noch keine gute Waffe habe, ist fast jede unnötige Konfrontation wie Selbstmord. Was ist das für ein Schild? Schönes Grundstück mit natürlicher Privatsphäre. Privatsphäre. Wenn man nur Menschen betrachtet, hast du mittlerweile nahezu überall Privatsphäre. Zombie-Privatsphäre wäre gut. Oh, das Haus sieht vielversprechend aus. Verdammt, ein fetter Zombie. Erfahrungsgemäß sind die nicht die schnellsten, aber die stecken viel ein und können auch gut austeilen. Warum muss der nun unbedingt das Fenster zerstören? Das war das nächste Fenster. Wenn mich nur die Sonne nicht so blenden würde. Oh Mann, was sehe ich da? Noch zwei weitere fette, hässliche Typen? Da sahen ja selbst die Nacktmole noch ansehnlicher aus. Mit denen kann ich es schlecht aufnehmen. Aber ich muss irgendwie in das Haus kommen. Scheiße, verschlossen. War ja klar. Ich gehe nochmal rum. Wenn mich die Zombies jetzt auf der anderen Seite des Hauses suchen, komme ich vielleicht rein. Was gibt's denn da Schönes?
eine Tasse, eine Glasschale, eine zweite Tasse. Ja, das sieht nach Essen aus. Kaffee, Kekse, Zucker, Pfirsiche, Toastgebäck. Das schaue ich mir gleich mal vom Nahen an. Aber erst einmal am besten ungesehen da dran kommen. Okay, noch sehe ich niemanden. Mist, da sind sie. Gut, das zersplitterte Fenster ist die einzige Möglichkeit, gerade ins Haus zu kommen. Ah, shit. Mit dem Arm an einer Scherbe hängen geblieben. Egal, keine Zeit. Schnüre. Könnte mal nützlich für eine Angel oder so sein. Mehr lohnt davon vermutlich gerade nicht, unter Zeitdruck mitzunehmen. Das scheint wohl das Schlafzimmer einer Frau gewesen zu sein. Naja, der Schal ist vielleicht für die kalten Nächte mal gut. Ah, mein Arm brennt. Er ist nur ein Kratzer, aber das lenkt echt ab. Da liegt ein Buch über Verbrennungsmotoren. Das bekomme ich sicher nicht mehr getragen. Blödsinn, Radio. Nicht das, was ich gerade brauche. Ich sag ja, das passt nicht. Ich muss so oder so nochmal wiederkommen. Oh, draußen wartet schon der nächste Zombie und es sieht aus, als hätte er mich gerade entdeckt. Also keine Zeit verlieren. Das Essen ist gerade das Wichtigste. Na super. Ohne eine große Tasche oder einen Rucksack ist man total aufgeschmissen. Jetzt kann ich nicht mal alles mitnehmen. Dann zumindest die Pfirsich und das Gebäck. Jetzt schnell wieder raus. Am besten öffne ich das Fenster hinter der Küchenzeile. Oh nee, den schüttel ich nicht so schnell wieder ab. Auch wenn ich schneller bin, bekomme ich keine Ruhe vor dem. Steine. Gute Idee. Ich versuche ihn mit Steinen zu bewerfen. Wie gut, dass ich immer eine totale Niete im Werfen war. Das ist dann wohl die beste Zeit, mit dem Training anzufangen. Oh scheiße, jetzt auch noch die Spinne. Was ein beknackter Morgen. Dann mache ich noch einen kleinen Umweg und schaue mal nach weiteren Steinen. Dann versuchen wir es mal. Auf guten 20 Metern wird das aber wohl nichts. Aber hey, die Richtung stimmte schon mal. Irgendwann treffe ich den noch. Okay, mehr als zwei Steine kann ich gerade nicht tragen.
Zack, das war ein guter Treffer. Und nochmal. Er ist schon gut angeschlagen, aber immer noch sehr gefährlich. Ich darf ihm nicht zu nahe kommen. Ich merke aber, wie ich besser im Werfen werde. Ja gut, immer noch unterirdisch, aber ich komme schon näher dran. Das war ein super Treffer. Ah, er klammert sich an mich und beißt mir von hinten in den Rücken. Dieses Mistvieh. Mist, schon wieder ein Biss. Ich hasse Zombies. Ah, der ist doch fast platt. Jetzt stirb schon. Ich hab ihn. Meine Fresse, was ein Kampf. Fast eine Stunde für einen Zombie. Mal sehen, was der bei sich hatte. Smartphone und SD-Karte. Die nehme ich mal mit. Ein Stein auch. Aber jetzt schnell noch die Leiche zerstückeln, damit er mir nicht gleich nochmal auf den Sack geht. So, das war's. Jetzt ist er nur noch ein Haufen unkenntlicher Gedärme. Der hat mich die längste Zeit genervt. Ich glaube, dann verstecke ich mal meine Sachen in der Hütte da drüben. Ein paar Werkzeuge und Ersatzteile hier in die eine Ecke. Dann das Essen in die andere. Ach ja, den Kram lasse ich besser auch hier. Das wird dann wohl erstmal mein Rückzugsort werden. Aber was ist jetzt der Plan? Wieder runter in den Ort oder in eine andere Richtung weiter umschauen? Ich weiß es nicht.